Anja Helling schreibt über die Liebe. Sie tut es sehr poetisch. Mich berührt sehr Anjas Fähigkeit, Sehnsucht zu beschreiben. Die Melancholie und auch den gleichzeitigen Witz der Figuren. Sex ist Sehgeschichte. Wer vertraut heute noch Bewegungen, die seit Jahrhunderten noch das gleiche Passwort hören? Was ist es heute? Liebe. Keine Bewegung ist sicher vor der Zeit. Diese doch. Es geht los auf einer Party, wo typisch neurotische Städte aufeinandertreffen. Das Besondere ist, 3 von 8 sind Theologen. Die Liebeskunst von Ovid ist eine Folie. Ich will endlich erfüllt werden! Dieses Gedicht von Ovid kann man fast als Ratgeberliteratur aus der Antike bezeichnen, wo es darum geht, wie man es hinkriegt, überhaupt jemanden zu erwischen. Wir können warten. Wir haben ja Zeit, so viel Zeit. Wir haben uns so viel zu erzählen. Wir hören. Wir reden. Und wir verstehen uns. Wir unterbrechen uns. Unterbrechen uns, gern. Gern. Ich bin schwanger. Ist das wirklich wahr? Anja hingegen nimmt das als Ausgangspunkt, schreibt aber fort. 4 Paare, die sich schnell finden, ziemlich schnell finden, dann aber leider halt auch das ganze Leben lang haben. Und was das dann so heißt. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Hast du diesem Mann da gerade den Arm gestreichelt? Ach, das war reinberuflich. Verkauft ihr Unterarmprothesen oder was? Nee, ja, so ähnlich. Er lässt mich sein Pro-Seminar vertreten. Oh, wie geizig von dir. Und was muss man dir anbieten, damit man deine Hand an den Oberschenkel? Glaubst du, ich mach das gern? Ich glaub dir gar nichts mehr. Ich komme nicht zu mir! Du Glückliche! Der Kern des Stückes ist ein Doppelter. Auf der anderen Seite sehen wir Menschen, die versuchen schlagfertig durch ihr modernes Leben durchzukommen, ohne zu groß federn zu lassen, allzeit bereit, lässige Antworten zu geben. Und auf der anderen Seite sehen wir halt Menschen, die sich vor Sehnsucht verzehren. Und beides gehört irgendwie zueinander bei Anja Hellings Stück.